Hi, habt ihr mal kurz Zeit? Kommt mal mit, ich zeige euch was. Und zwar seht ihr den Rohbau da hinten, ist direkt in meiner Nachbarschaft. Den gucken wir uns mal an. Viele werden sich jetzt denken, tja, wird es jetzt noch langweiliger oder was? Nein, wird es nicht. Und zwar, ich habe den ganzen Rohbau verfolgt. Ihr könnt jetzt mal schauen, wie so ein Haus entsteht. Bleibt dran, es wird lustig und interessant. Morning, Morning. So, hier sehen wir heute mal, wie man hier Fundamente macht. Hier wird nichts mit Beton, Betonauto kommen und reingießen, nein. Hier kommen ganze Laster voll Lavasteine, die werden mit der Hand auf und abgeladen mit 5-6 Mann. Dann wird ein Eimer Mörtel angelegt und dann werden die Lavasteine wie so ein Mosaik zusammengebaut und schön mit Mörtel und kleinen Steinchen gefüllt. Und das ist dann das Fundament. Gut. Gut. So, es werden immer genau die passenden Steine gesucht und gefunden. Die werden dann da eingebaut. Und die Hohlräume mit Mörtel gefüllt. So, so wurden die Fundamente gemacht. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Der Maurer war jetzt auch schon da, hat schon angefangen. Auf die Fundamente kommt ein Mauerwerk, war auch schon fleißig. Eine Fuhre Steine hat er schon gebracht. Jetzt hat er gewartet. Zwischendrin werden schon die Türen eingebaut, die Türrahmen. Die werden gleich mit eingemauert und mit einbetoniert. Da lacht er. So, und jetzt sind neue Steine da. Schauen wir mal. Wird hier natürlich alles manuell mit Power hier. Das ist jetzt der dritte LKW. Yeah, YouTube. Yeah, cool. I like you. So, die anderen Arbeiter haben Mittagspause. Da schauen wir mal kurz, wo die Steine herkommen. Sehr interessant. Hier hat er seine Mischung. So, und um die Maschine geht es hier heute. Schauen wir uns gleich mal an, wie das funktioniert. Wird exakt funktioniert. The chief is happy too. Und schaut mal, für die bösen Hausgeister haben sie auch schon was aufgestellt. Für den Rohbau schon, dass die Geister gar nicht reinkommen. So, hier gibt es auch keine Aluminiumlatten oder Wasserwaage. Hier wird so ein gerader Strich gemacht und da kommt dann die Wand hin. Ja, das hier war die Schalung von den Säulen.
Das ist der Ausschaler und schaut mal, hier werden jetzt die ganzen Nägel gezogen und gesammelt und die werden alle wieder verwendet. Very good. Ja. Yeah. Und natürlich Bambusgerüst, ist klar, ne? Bamboo. So, und hier wird dann heute noch ein Fenster eingebaut. Und dann ist, glaube ich, auch Feierabend für heute. So, und hier werden die Kabel gebogen für die Decke und für die Stütze. Das ist die Eisenbiegerkolonne. Die macht das jetzt 2 Tage lang. Sehr gewissenhaft. So, das Mauerwerk steht soweit. Jetzt geht es heute mit der Statik los für die Decke. Erstmal vorne für den vorderen Schlitz. Ja, seht ihr, hier wird auf Sicherheit geachtet. Und die Statik beobachten wir jetzt noch ein bisschen. So, und jetzt tun wir mal den Stütz betonieren. So, heute geht's mit dem Dach los. Und zwar mit Aluminium. Rafalum. Ja, Aluminium. Rafalum. So, der Rohbau steht. Ich fand, es war viel Lustiges, aber auch viel Interessantes dabei. Ihr habt hoffentlich den Film gar nicht schauen können. Vielleicht habt ihr Zeit dazu gehabt und auch die Muse dazu. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie in Bali ein Haus entsteht. Nur Man- und Woman-Power. Ich war stellenweise begeistert. Vieles hat mich belustigt. Ich weiß nicht, wie es euch war. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten abonniert mich riesig freuen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder in einer ganz, ganz geilen Natur. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.